Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Multiplayer-Ausgabe hier in Forza Horizon 3. Es steht mal wieder an, ein Klassenduell. Lange, lange ist es her, aber jetzt haben sich endlich eine weitere Gruppierung, eine weitere Klasse zusammengefunden, und zwar die Dicken, ja, wie man sie so schön nennt. Und zwar hier im Spiel genannt die Sports Utility Heroes, die zusammengesetzt sind aus vielen SUVs, zum Teil Geländewagen, zum Teil aus einem, ja, Geheimagenten, nenne ich es jetzt einfach mal. Und auch ein Konzeptfahrzeug hat sich noch dazu gemogelt. Ich würde sagen, wir gehen das gleich der Reihe nach durch, welche Fahrzeuge denn hier mit dabei sind. Aber zuerst möchte ich natürlich die Fahrer der heutigen Folge beim Namen nennen. Nämlich die müssen ja diese dicken Dinger irgendwie von A nach B bewegen. Und zwar mit dabei haben wir den Arkois, Viabo, Flyer Racing, Higi, Gugi, Kais Wolf, Neon Butler, Profit, Super Kaiser, Tamin und Scarface. Grüß euch alle. Moin. Servus, Freunde. Servus. Hallo. Servus. Moin. Ja, dann schauen wir uns doch mal die dicken Dinger an. Ich selbst werde mit dem Land Rover Range Rover Sport SVR unterwegs sein. Dann mit dabei haben wir auch noch den Lamborghini Urus Konzept. Das ist hier ein Konzeptfahrzeug. Das ist noch nicht der finale Urus, so wie er dann vorgestellt wurde. Ich denke mal, den aktuellen richtigen Serien-Urus werden wir dann höchstwahrscheinlich im nächsten Horizon-Teil sehen. Oder vielleicht auch noch in Motorsport 7. Da ist ja auch irgendwie so ein Trend, ganz viele SUVs reinzubringen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben das Konzeptfahrzeug mit dabei. Das ist auf jeden Fall auch eine coole Sache. Des Weiteren mit dabei Mercedes G-Klasse. Das ist eigentlich auch ein Fahrzeug, was jetzt nicht unbedingt zu SUVs dazugehört. Ist eigentlich eher ein Geländewagen. Aber nichtsdestotrotz haben wir ihn trotzdem mit dabei. Ist ja auch eine schöne Sache, dass Mercedes in dem Fall hier mit vertreten ist. Des Weiteren mit dabei Jaguar F-Pace sowie Jeep Grand Cherokee. Des Weiteren ein weiterer Land Rover, Range Rover in dem Fall, der Supercharged ist auch mit am Start, sowie der BMW X6M, genauso auch der BMW X5M. Dann haben wir hier einen Porsche am Start, nämlich den Cayenne. Des Weiteren auch mit dabei der Bentley Bentayga, sowie der kleine Porsche, nämlich der Porsche Macan. Und last but not least unser Geheimagent, unser FBI-Fahrzeug, von niemand anderem pilotiert als von Arkois, der Cadillac Escalade. Ja, er hat es liebevoll beschrieben mit ein höher gelegter Leichenwagen mit Sitzen hinten drin. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ist auch übrigens das schwerste Fahrzeug heute. 2,7 Tonnen, absolutes schwerste Fahrzeug heute. Das leichteste Fahrzeug müsste wahrscheinlich der Macan und das Urus Konzeptfahrzeug sein mit unter 2 Tonnen. Ja, und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit dem obligatorischen Track Race. Die Disziplin, die für SUVs ist nicht unbedingt die Königsdisziplin ist, aber wir wollen ja trotzdem mal wissen, was die schaffen, so auf die ganze Meile. Ja, 4 Kilo unter 2 Tonnen. Natürlich noch vielleicht zu erwähnen, Fairness wegen haben wir natürlich die Reifenmischung überall angepasst, nämlich der Urus sowie der Cayenne, glaube ich, haben einen Tick bessere Reifen. Deswegen haben wir das bei allen angeglichen, damit zumindest auch mal von der Gummimischung Chancengleichheit herrscht. Ja, auch der Hinweis schon mal, alle weiteren Sichten von allen weiteren Aufnehmenden sind in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, unwichtige Sichten, je nachdem vielleicht auch nicht, ne? Piane? Ja, diesmal wird's hier richtig, keine Sorge, ja, die können wir ja gleich noch ersetzen. Egal. Ja, also du machst meine wieder rein, das passt schon so, das ist schon gut so. Ne, wir können das, wir tauschen jede Woche einmal durch. Ja, alles also, klar. Also, gut, du machst immer die Woche, wo ich nicht mitmache, dann ist ja egal. Mach mal Linkception oder so ähnlich. Buch. Jetzt will keiner mehr reden. Ja, die Spannung Hallo, ist halt zum Greifen nah. Ja. Keiner will sich verschalten. Ich will wirklich nicht. Das ist schon ein bisschen schwierig. Habe ich schon so oft mit dem Auto, habe ich mich heute schon verschaltet. Darf ich mit dem Bentayga bloß nicht verschalten? Oh. Ich habe ja so wenig Abstand zu euch. Warum fährt mir die G-Klasse rein? Das war der beste Start, den ich heute Warum bin ich siebter? Das geht nicht. Boah. Doch, warum ist mir die E-Klasse reingefahren? Inaktivität festgestellt. Weil ich wahrscheinlich ein bisschen. Mensch, Andi, warst du so. Ich war so undercover, das Spiel hat nicht mehr realisiert, dass ich da bin. Unter Koffer warst du heute. Ja. Ja, eigentlich müssten wir ja hier bei diesem Klassenduell irgendwie noch Tau ziehen oder irgend so ein Schwachsinn als Disziplin reinbringen. Aber ich glaube, das gibt's nicht, ja. Ich finde, da sollte eine Runde Nordschleife rein mit so sportlichen Fahrzeugen.
Was in dem Spiel auch geht, natürlich. Es ist in der Live-Menü-Kofferraum. Ja, deswegen gab es ja bei Motorsport 7 so viele SUVs, weil es da gab kann man immerhin über die Schleife fahren. Kein Carpack ohne SUV, warum wohl? Meint ihr eigentlich, wenn wir sagen, SUVs im Motorsport sind voll geil, dann kommen keine mehr? Das wäre vielleicht eine Option. Lass uns mal eine richtig krasse Multiplayer-Folge. Ne, eine ganze Serie. Ohne Spaß. Ohne Spaß. Also ganz ehrlich, ich bin dafür. Ja. So eine Folge voller Ironie und Sarkasmus. Ja, bitte. Bitte. Naja. Und die Amis werden kein Wort verstehen und sagen, boah, die finden das echt toll. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen mehr von der ersten Wings reinbringen. Aber jetzt wird erstmal geflogen. Gucken wir, wann ich jetzt fliege. Vor mir driftet G-Klasse und die sind noch schneller. Und. Spektakulär war das schade. Irgendwie bei mir nicht. Aber ich habe jetzt auch nicht so viel Spektakuläres erwartet bei den Fahrzeugen. Wow. Oh, so, ja. Die welche? Ist der Escalade überhaupt abgehoben? Ne, der fährt einfach über die Düne rüber. Der Escalade nicht, an die schon. Also ich finde, man ist ziemlich abgehoben, wenn man so ein dickes Auto fährt. Der Escalade ist mal wieder escalated. Ich glaube, der Escalade könnte so mit dem Gurka in so eine Disziplin. That's escalated quickly. So, ja, schlechte Wortwitze sind auch wieder am Start. Gut, dann würde ich sagen, drei Stück können, glaube ich, nebeneinander. Ich zwänge mich einfach mal zu den ersten hier mit dazu. Wollen wir 200 machen? Und habe ich gehört. Ja, das klingt gut. Wäre auf jeden Fall eine Idee. Ja. 200. Was ist am Freier eigentlich zu verstehen? Blitzer. Deswegen auch nochmal der Hinweis an alle, es wird dann die Geschwindigkeit gehalten bis zum Blitzer, bis es blitzt, dann wird gebremst und dann bitte nochmal nachmessen, wie weit ihr vom Blitzer entfernt seid. Drei Stück nebeneinander, lasst aber auch demjenigen, der in der Mitte steht, auch genug Platz. Und dann würde ich sagen, ihr könnt die erste Reihe schon mal beginnen. Oh, im zweiten Gang anfahren war nicht so schlau. Ja, 200 bekommst du eh drauf. Ja, frag mal Andi. Wer weiß. Naja, das ist egal. Aber der Escalade ist ein Sauger, oder? Ja, ist er. Also 50 kriegst drauf, Andi, oder? Man muss auch dazu sagen, die Fahrzeuge wurden ausgelost. Das heißt, Andi kann nichts dafür, dass er sein Lieblingsfahrzeug bekommen hat, aber glücklich ist er trotzdem deswegen. Es ist schon wieder ein Sauger mit Turbo, doch. Ich frag mich immer noch, wie der Job. Ich würde sagen, wir können los. Ja. Jetzt schon vor einer halben Stunde. Ich hätte eigentlich vorher was ausgemacht wegen den am Stand. Soll ich das Gas ein bisschen streicheln? Nein! Oh. Ich glaube, ich war ein bisschen zu früh auf der Bremse. Ich fahr nochmal. Okay, ich habe mich massiv verschlechtert. Schnapszahl, sehr gut. Ja, man muss sagen, wir haben die Aufnahme mittlerweile schon zum vierten Mal. Deswegen sind nicht mehr alle so redselig. Aber es ist vielleicht auch gut so. Darf ich mir ein Taxi bestellen? Du Video gibst Kommando. Ein Taxi nach Paris, ne? Oder wie ging das? Der Unterschied ist halt echt enorm zum vorhin. Alter! Ja, der Asphalt ist halt ein bisschen abgekühlt mittlerweile, weißt du? Ja. Vorher haben wir das eine pralle Mittagssonne gemacht, jetzt ist halt schon Richtung Abend. Ich verbessert. Ich auch. Können wir? Ich kann mich aber nur einmal verbessern bis jetzt. Können. Ihr könnt, glaube ich, hier. Ich warte auf dich, ich fahr mit dir nochmal. Okay. Oh, deutlich besser. Flo steht da irgendwo im Weg. Aber Hauptsache der Makan hat hier Keramikbremsen, ey. Hammerhart. Ja, da das sind die Originalbremsen. Ja, ja. Der Jeep hat sich keinen Bock zu uns zu stellen. Bei Porsche immer zu erkennen, wenn gelbe Bremssättel verbaut sind, sind es die Sportkeramikbremsen. Oh. Warum bremst du so gut? Ja, wahrscheinlich. Oh, da kommen zwei Fahrzeuge. Ist aber auch relativ leicht, deswegen. Jetzt werden sie voll aufgelöst, die Fahrzeuge. Zwei? Ich glaube, wir können. Björn ist halt die Xbox-Spieler, weißt? Ja, dann dauert das ein bisschen. Oder fährt die G-Klasse erstmal rückwärts. Hast du eine Ahnung, warum? Oh, ich habe mich sogar verschlechtert. Hashtag Deutsch. Rückwärtsgang. Hashtag Automatik. Oh. Darf ich noch den Versuch aus der ersten Aufnahme nehmen? Nein. Könnte ich den auch aus der dritten nehmen. Mein Versuch aus der ersten Aufnahme waren ja so 10 Meter ungefähr. Hab ich mir gemerkt. Und? Ich war tatsächlich 10 Meter besser als für den ersten. Ich war 11 Meter schlechter. Ich war 3 Meter besser. Ich war aber erst dieses Mal ausgemacht. Ich war 22 Meter schlechter.
Gott. So, wunderbar. Dann würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit. Wir gehen es einfach mal durch. Arkois. 68. Jabo. 88. Flyer Racing. Was ist Flyer Racing? Flo, du bist gemutet. Ah, ich bin gemutet. Wir müssen nochmal anfangen. Ich habe sogar einen Witz gemacht, den hat man gar nicht gehört. Schade. Ich habe hab gesagt 101 Dalmatiner, aber den beim zweiten Mal, naja. Ich will aber die Meter wissen, nicht die Hunde, die du hast. Achso. 101. Okay. Higi? 83. Gugi? 69. Kais Wolf? 89. Neon Butler? 93. Profit? 69. Super Kaiser? 11 schlechter als 212. What? So, Tamin? 82. Garface? Ich dachte schon, ich wäre schlechtester. 108. Ich hab 82 und was ich in den vorherigen Aufnahmeversuchen hatte, interessiert nicht. Die waren auf jeden Fall aber auch besser. Ihr könnt mir doch jetzt nicht erzählen, dass der Escalator gewonnen hat, oder? Warum? Was hast du gehabt? 68. Ja, dann hast du wahrscheinlich irgendwas falsch gemacht. Irgendwas stimmt da nicht. Ja, mit ABS gebremst oder was? Nee, ich hab's extra ausgemacht. Ich glaube, das Gewicht hat halt gut nach unten gedrückt, wa? Doch, wenn die meisten Solarfelder umholst. Vorne die Schnauze runter. Ich fahr einfach in der Mitte durch. Ich hab nur eins. Der Escalator hat dann noch den Sarg am Seil da hinten rausgeworfen. Ich glaube, der Escalate hat einfach so eine schwammige Federung, dass der vorne aufsetzt beim Bremsen. So, ich dränge mich mal ganz dreist vor. Entschuldigung. Quasi die Ankerbremse hat er genutzt. Ja, genau. Andi fährt schon mal los, ich hänge mich mal dran. Ich stand ganz hinten, ich hol eh auf. Kein Windschatten fahren. Ach, weißt du was, ich fahr auch. Sollen wir die ganze Autobahn durch oder nicht? Ja. Nee, nur die halbe. Du kannst auch zwischendrin anhalten, aber ja, ich glaube, dann wird dein Topspeed-Test nicht so geil werden, ne? Gugi, schieb mal. Ja, ich komm schon von hinten, Andi. Ich bin schon unterwegs. Abschleppservice, Goodmaster ist unterwegs. Oh, jetzt bin ich über 200, sehr gut. Wow, da habe ich ihn überholt. Das war jetzt nicht so die Kunst. Ich fahre hier immer im zweiten Gang an, ich weiß nicht, was los ist. Hast du zu viele Gänge? Du hast heute keinen Gang. Ja, ich habe, glaube ich, tatsächlich 8 Gänge, ne? Ich habe 8. Ich glaube, jeder hat ja fast 8 Gänge. Ich habe zum Glück nur 7. Was heißt zum Glück? Ja, zum Glück. Das heißt nicht, dass die Gänge besser übersetzt sind. Ich kann nur 4 Gänge nutzen. Oh. Das ist natürlich also. Typischer Ami, halt, ne? Möchte ich meinen. Ja, die restlichen sind zur Reserve. Komm irgendwie auch nicht über den 6. hinaus, also. Ja, ich gerade auch nicht. Verwenden. Mein Toastie fahre ich im 5. Topspeed fahre ich im 6. Eigentlich müsste der Bentayga der schnellste sein, weil ich glaube, das Konzeptcar vom Urus war hier noch nicht ganz so schnell wie der tatsächliche Urus. Weil der. Also ich bin schon mal schneller als der Serien Urus ist auf jeden Fall aktuell das schnellste Fahrzeug in der Kategorie, also in Wirklichkeit. Aber wir sind hier immer noch in Horizon, da ist nochmal eine andere Geschichte. Wer hat vorher eigentlich nochmal den Spaß gemacht und wegen 250 abgeregelt? Das war im Übrigen. Ich hasse die überhaupt. Naja, meiner ist nicht abgeregelt, sagen wir ja, so. Ja, Race, soweit komme ich nicht, man kann ich nicht rausfinden, tut mir leid. Nein! Ich hätte nicht so viel erwartet. Da war eine Kante, die nicht da war, sehr gut. Ich hab mehr erwartet, naja, eigentlich nicht. Ich hätte jetzt auch nicht so viel erwartet bei mir. Ich finde, wir müssen auf jeden Fall eine Triftzone machen. Ja, im ersten Gang oder was? Kannst du gerne machen. Im Rückwärtsgang. Und das nackt. So, die Kurve geht voll, habe ich gehört. Jawohl. Und die Kurve geht auch voll, habe ich gehört. Wo kam Googie denn gerade her? Ist Ray. Auch nicht. Und da. Googie, dir das mal an. Guck dir das mal an. Ja, dann würde ich sagen, da fangen wir einfach mal der Reihe nach an. Und zwar mit Arkois. Im vierten Gang bei 6000 Umdrehungen. 248. Wow! Nice! Boah, war das schön! Dann Piabo! 275. Flyer Racing. 298. Scheiße. Iggy. 297. Boogie. 280. Kais Wolf. 268. Ich hab kein Wort verstanden. 268.
Okay. Was ich verstanden habe. Neon Butler? 273. Rufit? 308. Was? Ja, Urus halt. Ja, Urus. Ja, okay, stimmt. Dann, Super Kaiser? Mach die Gegner 190. Dann, jetzt bin ich gespannt, Tamin? Mit den 2,4 Tonnen 317 Karma. Oh Gott! Das ist aber genau das, was ich gesagt habe. Der Bittaker wird hier der schnellere sein. Dann da Scarface. Scarface haben wir noch. 295. Okay, und ich habe hier mit dem Range Rover 297. Das heißt, das heißt Punkteteilung. Ja, zum Hinweis auch für die Punkte. Also es gibt natürlich wieder eine Tabelle unten in der Videobeschreibung verlinkt. Der Sieger eines jeden Duells bekommt 13 Punkte. Dann danach folgen wird dann der zweite dann entsprechend 11 Punkte und dann immer eine Punkte nach unten. Das heißt, der letzte bekommt dann immer noch einen Trostpunkt. Ja. So. Dann ist er für das, dass er mitgemacht hat, oder? Für das, dass er einen Geländewagen auf der Straße. Ich spule nochmal zurück. Für das, dass er einen Leichenwagen fahren muss, genau. So. Ey, ich muss Passauto fahren. So, denn? Dann würde ich mal sagen, wir fahren hier SUVs. Ja, da muss man ja auch mal ein bisschen Rennstrecke fahren, richtig. Suffs, wenn ich bitten darf. Ein bisschen das Gelände auschecken, würde ich sagen. Und deswegen würde ich sagen, hier geht's hin. Wir porten uns aber. Und kein Wasser, aber schade. Tausch. Ich krieg deinen Motor, du kriegst meinen Kofferraum. Mit wem hast du das? Du schon LS. Mit dir. Also, Ray, ich seh nicht viel von deinem Auto. Weil ich bin immer die Front. Der Bentayga schlägt durch. Mein Auto passt schon in deinen Kofferraum. Wo ist mein Porsche? Mit meinem Motor alleine. Warte, wir müssen gucken, ob er falsch rumsteht. Ja, das war so klar. Also, ich finde die Front finde ich sehr stimmt, ja. Das ist ein gutes Geschäft, mach es. Wo ist mein X5M? Ja, aber das Ding ist mir zu langsam, da kann ich nicht mehr genug ausliefern. Und wo ist mein Jeep? Also ich würde sagen, würden wir das Ding hier so in Serie bringen, könnten wir beim nächsten Mad Max Film auf jeden Fall direkt mitmachen, ohne großen Umbau, ja. Bisschen Camouflage. Ich kann mir gerade vorstellen, ab. Irgendjemand bei Turn 10 macht gerade ein Foto davon und im nächsten Motorsport TLC. Das ultimative SUV. Leute, solange es schon mal noch in der Kategorie SUV ist oder Sports Utility Heroes, wie Forza Prototypes. Leute, da geht man in die Cockpit-Kamera. Ich sehe aber nichts. Oh, ich sehe einen Hinterkopf. Ich sehe Haare. Also man muss jetzt dazu sagen, der Max ist noch da, dann wäre es nochmal irgendein Auto durch die Luft geflogen. Nee, der würde falsch rumstehen. Ja, auf dem Dach, aber falsch rum. Ich find's ja geil, dass jetzt wieder einer reinrammen muss. So klar, dass das jetzt kommt. Ja, ich hab's mir jetzt auch gedacht. Und von vorne auch noch einer. Zum Glück hab ich's nicht mitbekommen. So, gleich bevor es losgeht, es gibt doppelte Punktzahlen. Das heißt, für das Endergebnis sowie auch für die schnellsten Rennrunden gibt es Punkte. Das heißt, wenn man gewinnt und auch noch die schnellste Rennrunde sollte, dann kann man in dem Fall 26 Punkte einkassieren in dem Rennen. Ich hab das falsche Auto genommen. Das soll nicht so einfach sein. Das heißt, ich hab Centenario genommen. So lustig, jemand bringt einen schlechten Witz und dann versucht jemand noch als Trittbrettfahrer nochmal einen schlechteren Witz zu bringen. Das ist unglaublich. Da können wir mal so Forza Multiplayer Competition machen. Kann die nicht querstellen, bitte. Jawohl. Ich betone nochmals, es ist mittlerweile der vierte Aufnahmeversuch dieser Ausgabe. Wir sind alle Kondition an, aus. Die Gags wurden wohl von Aufnahme zu Aufnahme schlechter. Oh, danke. Ja, massiv. Wir sind schon alle durchgebrannt. Ne, Hirn verbrannt, so. Die Batterie ist durchgebrannt. Oder einfach nur ausgebrannt. Die Batterie ist durchgebrannt. Wo ist der Bremspunkt? Hier. Wo ist der Bremspunkt? Nee, ich hab so einen fetten Kettel. Andere Frage, wo sind meine Bremsen? Der scheiß X5 kommt immer mit dem Heck. Wattbremse, kenn ich nicht. Kofferraum kannst du haben. So. Nein, scheiße. Der Urs könnte Probleme machen. Können wir nochmal ein Drag Race fahren? Oh, lieber nicht, dann werde ich wieder vorletzter. Geld haben ihn. Hier bremse ich einfach mal nicht. Aus. Hat funktioniert. Geld haben ihn. Ich finde den Urus gemein. Ich finde den Urus voll hässlich. Ja, heul halt. Du hast wahrscheinlich jetzt für den Rest der Folge das beste Auto. Ja, heißt noch lange nicht, dass er schön ist. Komisch fahren. Zum Glück sind ja Geschmäcker verschieden. Ich finde den Urus hammergeil.
Ich finde also, das auch extrem geil. Ich finde den richtigen auch. Ein Glück sind Geschmäcker verschieden, ich finde ihn scheiße. Was? Aber ich finde. Glück sind Geschmäcker richtig verschieden, ich finde dich scheiße. Das hast du nur, weil ich dir einen falschen Link geschickt hab. Ja, kann ich, ja das ist, müsste ja eigentlich du eher mich falsch halten. Nein! Ich glaube, Ray ist das ziemlich egal, welcher Link das er kriegt. Das ist allerdings korrekt, ja. Da kann, weil das ja nicht in meiner Verantwortung liegt. Scheiße. Also hier, wenn das gezählt hat, dann weiß ich auch nicht. Nein. Ich hätte nicht den ersten Gang runterschalten sollen. Deiner Aussage nach hat es wohl nicht gezählt? Okay, ich bin auch vorbei. Egal. Was? Bin ich letzter? Wollt ihr mich jetzt eigentlich verarschen oder was? Ja, ich wusste schon immer, die Range Rover haben immer die besten Navis, ey. Boah, der Urus hat verkackt. Ja, sagt Manuel. Was ist mit der E-Klasse passiert? Hallo Björn, tschüss Björn. Die ist von Mercedes gebaut worden. Boah, du hast eine Textnachricht. Ich würde sagen, da hat jemand eine Nachricht bekommen. Nee, das würde ich überhaupt nicht behaupten, da bekommt gerade einer einen Anruf. Was ist das denn für eine Kiste? Wann hat man einen Vibrator an der Windkarte? Oh. Wer hat's gesagt? Mann, Flo! Da war er wieder. Ist schon die Wurf los genug? Ja, ich. Das ist. Was wollen wir denn bringen, ne? Der musste mal wieder kommen. Das Schweigen ist wieder da, Freunde. Higi, hau ab! Das Schweigen der Lämmer. Ja, gleich. Da vorne ist es mich nicht mehr. Ja, Andi, geh einfach halt vorbei, Higi. Fahr einfach vorbei. Nein, komm rum. Einfach am Checkpoint vorbei. Sag das nicht so. Nicht schon wieder. Hab ich aber gerade gesagt. Einfach rum vorbeifahren. Mhm. Nee. Nicht, ich muss ja noch den. Es fehlt mir einfach an Zug oben raus mit dem Makan. Ganz ehrlich, wer hier rumheult, ja? Dass er ein scheiß Auto bekommen hat. Ja, also, dann bist. Na egal. Also. Ich hab nie gejammert, dass mein Auto scheiße ist. Ich mag den Makan. Das wäre der einzige Suff, den ich mir holen würde. Suff. Aber auch noch ein Suff. Also, so fuhr ich mir anderen. Oh, da geht's nicht lang. So. Hey, Piano, du bist doch ganz normal gefahren, also. Ach, scheiße, ich hatte richtig kack Rundenzeit. Weil nur der erste sauber war. Hallo, Micha. Nein, Ray, ich sag's dir. Nein, 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 aus, pfui. Bist doch scheiße. Nein, verschaltet! Nein! Du wirst noch schneller unten sein, ist doch alles gut. Ah ja, natürlich jetzt auch. Aber nur ganz. Du hast aber die schnellste unten sein. Nur ganz. Du hast noch eine Textnachricht. Gugi, da hat nicht viel gefehlt. Bei der Rundenzeit. Wäre toll, wenn derjenige, der hier seinen Vibrationsalarm direkt neben das Mikrofon gelegt hätte, wenn er das entweder ausschalten könnte oder seinen Vibrationsalarm nicht direkt neben das Mikrofon legen könnte. Wäre echt cool. Das hört sich voll an. Würde die Tonbearbeitung im Nachhinein für mich extrem erleichtern. Also ich hatte vom Cherokee schon ein bisschen mehr erwartet. Von der G-Klasse. Ja, ich war auch nicht gewesen sollen. Ja stimmt, war das bei der G-Klasse kaputt? Die hatte den Vibrationsalarm. Ich glaube, der Motor ist durchgebrannt. Nein, das ist kein Motor. Kein Elektromotor. Boy. Leider haben wir das Tesla Model X nicht gespielt. Kann das Niveau mal bitte wieder steigen? Nein. Nee, das sinkt wie die Titanic. Glaubst du auch so schnell, oder? Ey, Google, ja, Mann. Nee, schneller. Dreimal so schnell. So. Ey, guck mal, der war noch ein Stunden unten. Ja, gut, das kriegen wir innerhalb von 10 hin. Beim Niveau war aber kein Eisberg im Weg. Danke sehr an dieser Stelle, Neon Butler. Wo ist Michael? Fährt der Österreicher für Straßenschilder mehr? Ich weiß es nicht. Micha. Das ist deine Hupe nur. Das sieht aus wie so, wie so eine verrostete Bremse. Flo, wir sind uns einig, ja? Ja, es ist einfach echt so. Ist einfach so. Wo kommt diese verrostete Bremse her? Von deinem Auto, oder? Von deinem Gesicht. Alter. Kai, bitte Ray, los. Ray, bist du noch da? Ja, ich suche gerade ein Rennen raus. Einen Moment Geduld. Alter Sören, du hast aber krass gekrümmte Bremsen. Ich will mal grad hinfahren. Ah, ich will ein Mädels. Ich port mich lieber. Wer den schnellsten Rückwärtsgang hat.
Ich brauche mich auch. Dauert mir zu lange. Guck, nie kann ich das noch verstehen. Oh, ich schieb mich. Oh. Hier, ich helfe dir, ich schiebe dich. Ja, 120 im Rückwärts. Ich schiebe auch. Danke. Ah, ich hab nur 100 geschafft. Danke. Danke. Achtung, nein, ich bin beim Kopf von hinten. Nee, bitte nicht. Immer dieser Verkehr mit dem X54. Wir kesseln Micha ein. KS12, du kannst dich in der Gruppe im Burnout machen. Siehst du auch, dass das kann? Das Niveau ist so am Boden, ey. Alter, also, könntest du fast diese Witze-Seite wieder raussuchen? Nee, lieber nicht, Alter, das ist gleich gebannt. Ja, na. Ah, kacke. Der hat eine Idee. Ja, ist halt, wäre ist, da. Die beiden, die gerade die ganze Zeit reden, könnten jetzt einfach mal ruhig sein. Finde ich auch gut. Achso, ich hätte jetzt eher gedacht, dass du sagst, ich hätte eine Idee, wir können die beiden einfach auch muten. Oh, hätte ich gesagt, die gleiche Idee hätte ich auch gerade gehabt. Oder so. Hätte ich, glaube ich, auch gesagt. Können wir auch gerne machen. Ich habe eine Idee. Wo ist meine Schrotte? Ja, die müsste in deinem unübersichtlichen Kofferraum liegen, weil die so groß ist. Nee, da liegt ich deine Schaufel, die schon Leute reingekommen. Dann müsste... Achso! Achso! Ja, ey, die müsste doch jetzt neben der Leiche im Andis Auto liegen, oder? Nee, neben dir liegt die nicht, sorry. Ach, verpasst, war ja klar. Oh, hier geht's links. So, jetzt heißt Punkte sammeln. Alter, Andi also, hat mich überholt. Ich konnte bisher ja voll durchfahren. Musst du einmal los. Ja, Andi, ja, kannst du den Rennen noch im öffentlichen Straßenverkehr fahren. Du kommst trotzdem nicht über die Geschwindigkeitsbegrenzung. Lass mich auch noch runterschalten, bergauf. Was? Oh, das ist ein Baum. Komm, das Rennen geht ohne zu bremsen. Ich hier auch ein paar Bäume, ja. Und ich schalte auch nochmal einen Gang runter, sehr gut. Wir holen mich alle, weil es bergab geht. Und keiner an dem Baum da hängen geblieben. Na komm, Andi wird schon wohl noch kriegen. Doch, fast bin ich dran hängen geblieben, weil es auch auf einmal angefangen hat, nonstop wie so ein Magnet dahin zu wandern. Ja, also, komm. Bisher fahre ich wirklich ohne zu bremsen. Versuchen wir mich und zu fahren. Ja, jetzt muss ich aber. Nee, da hinten wir sehen. Nein! Oh. Tami, geh weg! Niemals. Micha, da stand ein BMW im Feld. Ich hätte nie Idee, wie du mich los wirst. Du trittst einmal ganz stark auf die Bremse. Das runterschalten, Moment. So, das habe ich schon. Ah, nee, ich schieß zu so gut wie du. Kannst einfach mal kurz einen Checkpoint Porsche da an mir vorbeigeflogen, ey. Kommt dein Porsche geflogen. Ja, aber hallo, nicht nur einer, ey. Und der zweite gleich hinterher kannst du dann sehen. Ja, guck mal, den Jeep machen wir fertig. Siehst du mal. Den kriegen wir auch noch. Geflogen. Haben wir mal Wunsch. Oha, Riesensprung. Da unsere Autos ja so toll springen können. Ja, klar. Ja? Ray, ich bedanke mich jetzt schon mal für das Rennen und für den tollen Sprung, der jetzt kommt. Ja, bitte. Ja. Sprünge ist nämlich auch größtes Problem hier bei meinem Land Rover, habe ich gemerkt, beziehungsweise die Landung. Ist brutal, wie viel Speed der einfach beim Landen verliert. Da merkt man mal, brutal. Wie das Fahrwerk einfach nicht so geil dafür optimiert wo ist. Wo springt ihr denn? Keine Angst, Ali. Ach, Mensch. Ah, oh, nicht versetzen. Achso, da ist irgendwo eine unsichtbare Wand, an der man hängen bleiben kann. Ja. Ich glaube, wir müssen uns. Oh komm, die geht voll hier. Manu, geh weg. Ich will die von Andi zersägt werden. Nein, oh, der Urus ist einfach. Das nein, der Urus ist einfach nur ein zu dominant für dich. Schön passiert, Baum. Komm, die da vorne fehlen noch, Ray. Der Urus ist halt einfach OP. Och, besser als eben, sehr gut. Das Lustige ist, wie soll ich eigentlich gleich für einen Kaufpreis einen Preis nehmen, wenn das nur ein Prototyp ist? Ja, deswegen wird da berechnet 5 Milliarden. Genau. Damit du definitiv letzter wirst. Ray, ich muss jetzt weg. Ja, tschüss. Ich glaub, der muss jetzt weg. Du kommst schon auf den Liste. Wir hören ihn ja nicht, er ist ja gemutet. Eben. Hat da jemand was gesagt? Ich glaub nicht. Das war Wind.
Tschüss. Au revoir. Ciao. Ciao. Und wenn man Höflichkeitshaber, ich habe ihn nämlich wirklich nicht mehr gehört. man muss an dieser Stelle dazu sagen, oder ich habe es ja schon mehrfach erwähnt, es ist mittlerweile die vierte Aufnahme, deswegen sind wir ein bisschen spät dran. Da kann man das auch mal verstehen, dass der eine oder andere weg muss. Normalerweise ist es so, wenn ihr in den Multiplayer-Aufnahmen dabei seid, dann solltet ihr euch auch die Zeit entsprechend nehmen. Das wird nämlich nicht so gern gesehen. Gerade insbesondere bei solchen Klassenduellen. Wenn nämlich dann ein Duell wegfällt, dann macht ja das ganze Duell irgendwo keinen Sinn mehr. Deswegen, ja, das haben wir nur für euch in Zukunft, falls ihr mal da auch mal mitmachen wollt. Ja, so, komm, haben wir auch nur 3 Uhr morgens unter der Woche. Also kein Problem. Fürs Protokoll, 3x5. So, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal den Preisvergleich. Deswegen checkt einfach nochmal am besten den Preis nochmal nach, den ihr gerade hattet. Da können wir jetzt auch den Cheap auch gerade nochmal mit dazu nehmen, der jetzt nämlich raus ist. Gucke ich jetzt gerade mal schnell. Nicht mal das kann er. Lass uns den höchsten Preis nehmen. Auch wenn der Urus gewinnt. Wer gewinnt, der höchste oder niedrigste Preis? Der niedrigste. Natürlich. Ich wollte schon sagen. Alle Mecher. Wer am günstigsten ist, hat gewonnen. So, also okay, dann Arkois. 90.000. Diabo. 55.000. Flyer Racing. 130.000. Gigi. 110.000. Gugi. 105.000. Kais Wolf. 161.000. Super Kaiser. 100.000. Damin. 180.000. Carface. 102.000. Okay. Sorry, der Profit. Der Jeep hatte ja, gut, 80.000 und der Land Rover, den ich fahre, hat 133.000. Ach, übrigens, ich habe 150.000, ne? Hey, warum? Habe ich dich ausgelassen oder was? Ja. Okay, cool. Der Urus ist unwichtig. Es ist ja 160 das Ding eigentlich, ne? Aber. Alle Mathelehrer werden ausgerastet. Keine Einheiten gesagt. 150.000. Ich hatte Credits. Ja, die Einheiten werden am Anfang gesagt, mit Credits, daher ist es alles okay. Da können wir auf Mathe-Lehrer dreist richtig fett kacken. Es sei ein Kutscheiber. Ist sehr gut, ich hatte heute an. Na egal. Mit dem Autobahn. Eine, besser gesagt, aber ist okay. Erstmal ein Ei legen, gell? Nee. So. Okay. Können wir es schnell hinter uns bringen, bitte? Einfach weitermachen. Ich bin ja dafür, dass wir noch das Hillclimb-Rennen fahren, also das die Hillclimb-Strecke darunter. Ich bin auch dafür, dass wir Rainbow Six sind. Dann fahr die. Die Hillclimb-Strecke, die du nur Downhill fahren kannst. Genau. Desert Mountain? Ja, da gibt's ja beides zum Glück. Wo gibt's hier eine Hillclimb-Strecke? Das wenn wir eine Rennstrecke da. Spätestens wenn Andi jetzt erscheint, ist alles vorbei. In Horizon 2 gab es, glaube ich, eine, ne? Ja, in Horizon 2, genau, da gab es eine. Ja, eine genau. Und wer kommt von hinten? Die war auch noch in Nizza. Damin. Drück schon mal auf die Bremse. Wird nichts bringen. Der schafft gar nichts, ich stehe auf der Handbremse. Kann mich ja beherrschen. Weiß ja nicht, Micha, der gleich rausfährt, oder? Komm schon, Micha. Three, two, Alter, oh. Das. Ja, ich hab's gesehen, das wüsste ich was. Ray, wie lange würde die Aufnahme noch gehen? 3 Minuten. Ne, ich glaube, es sind schon ein paar mehr wie 3 Minuten. Okay, 13 kurz. Also, wäre das jetzt das letzte Rennen oder? Nein. Okay, ja, dann noch das Rennen und dann muss ich auch weg. Nee, es gibt danach noch das Finale. Selbstverständlich. Oh Gott, mit Kollision dann. Goliath! Korrekt. Alter, wenn ich da vorne starte, ihr habt verloren. Da ist aber, allerdings die Wahrheit. Stellst aber quer worden, vorne ja. Hin, dann ist Ruhe. Keiner kommt aus dem Start raus. Ich mache einfach die Türen auf. Weil die auch so stabil sind, gell? Reicht schon. Naja, die wiegen ja, jede Tür wiegt 5 Tonnen, dann passt es ja, doch. Nee, stell einfach hinter jede Tür die Tine Wittler, dann kriegt er die auch nicht mehr. Oh, oh, oh. Und da bitte ein Piep drüber. Oder wieder ein Delfin. Oh. Tine Wittler ist im Park kein Delfin. Dann halt das Wahlgeräusch.
War doch erst die Wahl, oder? Bei. Weißt du, es, oh Gott, es gibt eine Kurve. Und es gibt solche. Es gibt solche und solche Tage. Jawohl. Ach, ich dachte, das wäre das Rundkursrennen. Ach, von der Sprint. Ey, auf dem letzten Platz. Und Bjarne schloss immer deine Tage. Boy. Ja, das ist ein Rundkursrennen. Nur das, der Start und der Zielpunkt ist leider woanders und es wird nur eine Runde gefahren. Ah. Jetzt wissen wir's. Ich verstehe nicht. Ich verstehe kein Deutsch. Du nix immer ein Kapitsch. Luigi kapiert nix. Ich finde Tamin unfair, genauso wie. Das ist ja eine Mauer! Okay, ich finde euch alle gerade unfair, wenn ich da mal so sagen würde. Warum was, denn, Andi? Was mit Goofy los? Sagen, was? Was ist mit dir los? Ich hab einen Checkpoint verpasst. Achso. Ja, die Fahrschule hat er auch verpasst. Was? Schau, Andi, ich komm gerade durch die Tür. Profit aber genauso. Ja, ist okay. Da hat wohl der Cayenne ein bisschen. Warum? Weißt du, das Ding wird direkt 300 km langsamer, wenn du es irgendwie nur in den Drift reinbekommst, dann dreht sich die Kacke einfach. Ich hab gerade gemerkt, ich kann ja nicht die gleichen Linien fahren wie mit meinem. Was bin ich das? Können wir fahren wie mit meinem. Irgendeinem Rallye-Monster? Ach, wirklich? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, das ist mir leider etwas zu spät aufgefallen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, also. Das ist. Aber was, mir auf jeden Fall, was ich auf jeden Fall mitnehmen kann aus dieser Ausgabe, es wird höchste Zeit für eine Forza Motorsport 7 SUV-Meisterschaft. Das kannst du ja und machen. Und der Checkpoint hat natürlich nicht gezählt, ach, leck mich doch am Arsch. Ich hatte zwei schon in dem Rennen. Ray, einfach das nächste große Motorsport 7-Event von dir. Nicht mit Rennwagen, sondern mit SUVs machen. 24 Stunden. Nee, ich wollte gerade sagen, 24 Stunden Rennen. Wir haben eine Runde Nordschleife. Aber selbstverständlich mit Forza-Spoiler. ich hätte aber gerne die einstellbare DAX zum ich soll's doch gewinnen. DAX, guten Abend noch. Das war jetzt echt belastend, dass ich diesen Checkpoint verpasst habe, sonst wäre ich Zweiter geworden. Ach, hätte, hätte, ich wäre auch voll mit dabei gewesen. Mann. Was ist gut, Cookie? Nee, Ray macht nichts mit mir. Alter. Nein. Ja, wer weiß, Ray, was ich jetzt mit dir gleich anstellen werde. Keine Ahnung. Hör uns auf allen Dingen, die ganze Aufnahme redet jetzt bitte keiner mehr. Wir machen nur noch fertig. Okay, guten Abend, noch einen schönen Abend. Wie oft willst du jetzt noch Tschüss sagen? Ja, mach mal. kannst du auch gleich Finale mitfahren, ey. Scheiße. Regen sich meine Eltern auf. Das ich werde für die nächste Ausgabe machen, einfach nur mit Zeichensprache. Du Penner. Mach halt. Ja, macht Sinn auf jeden Fall. Ja, willst du vielleicht noch dreimal Show sagen? Ja, Facecam ich. Bei jedem, ne? So 12 Facecams so am Morgen. Wenn du jetzt nicht gehst, dann musst du noch mitfahren. Ne, ich will weg. Jetzt hau endlich ab hier. Tschüss, jetzt mach den scheiß Teamspeak-Fans dazu, Mensch. Ich hatte einfach die Schnauze voll, okay, sorry. Ich hab jetzt fast einen Channel gemoved wegen dir. Was hast du denn gemacht? Ich hab ihn ausgemoved. Achso. Oh. Ist ja schon schlimm genug, dass man die Aufnahme nicht beenden kann, aber dann noch 10-mal Tschüss sagen müssen. Wir haben es, glaube ich, alle verstanden. Das ist nicht mehr Kicksen, aber nee, vom Server, da geht's schneller. So. Ja, nee, das Chaos ist ein Mausklick mehr, den ich machen muss. Ja, das ist natürlich. Also. So, also, großes Finale der dicken Geschichten. Also, du kannst eigentlich auch drei Kühlschränke sagen. Bitte lass Assi hinten starten. Kühlschränke haben immerhin noch eine Funktion, die machen nämlich was kühl, ja? Was haben die denn für eine Funktion, bitte? Außer dumm in der durch die Großstadt fahren. Heiße Luft. Und ja, stimmt. 5 Stunden Nachweder, wenn du aussteigst. Das stimmt ja, Kira sagt, es sind Großstadtgiganten, ja? Das stimmt ja, das sind ja Großstadtfahrzeuge, ganz ich vergessen. Ich hab letztens einen Bericht gelesen, also Leserkommentar in der Zeitung. Micha, das Pech gehabt. Oh Gott. SUVs für die City, ja, warum nicht gleich der Sportwagen fürs Gelände? Micha? Der hat da neben mir, das macht schon. Porsche First Bro! Alter, du so voll ein Drecksack! Stellt er sich quer vor mich! Open Lobby Regeln hier! Komm! Hau ab! Alter, was macht ihr denn? Ey, einer kommt von der Seite! Warte, ich fertig!
Alter, ich komme hier gerade im Scheiß. Oh, boah, boah. Stell mir das gerade vor, ey. Jetzt kommen wieder eine fetten Monster vorbei. Wer ist bitte die Ah, Mann, ey. Hm. Also bitte. Danke. Ja, den blockiere ich jetzt erstmal. Also nur weil Kollision an ist, muss man sich jetzt nicht gegenseitig abcrashen, ey. Wie, das ist jetzt kein Crash-Derby? Nein, das ist ganz bestimmt nicht, ey. Ich glaube, das sind die Kisten ein bisschen zu teuer. Und einen Gang runterschalten, ah, doch nicht. Ach, Gott. Oder zwei. Ich hab gehört, wir fahren ohne Abkürzung. Wer ist der denn schon wieder hier? Ja, ich hab gehört, wir fahren ohne Abkürzung. Ja, hab ich auch gehört. Ich kann mir schon ahnen, was da hinten vor sich geht. Alter, ey. Mach mir ständig die Tür zu, der Penner. Ich hab, wenn du jetzt noch gewinnst, ne? Dann spendiere ich dir irgendwann was. Auch bei Gamescom am besten, ne? Hier vorne fahren da drei OP-Karren. Aber ich bin noch dran. Bitte zwei OP-Karren und ein OP-Fahrer. Ja, wo bleib mal stehen, ich muss. So, hinter mir und vor mir ist erstmal ein bisschen Luft, das ist schon mal gut. Aber ich weiß schon, dass mir in der nächsten Kurve eh wieder wer drauf fährt. Deswegen war ich hinten als letzter Runde, also schön, da crasht mich keiner. Da kannst du einem hinten drauf fahren. Schon wieder Checkpoint verpasst, oder was? Ja, klar. Gleich den dritten Checkpoint oder so, weil ich ein bisschen rausgedrängt wurde. Ach, der kommt da hinten. Oh nee, Andi. Nee, ich glaube, da hat jemand einen Checkpoint verpasst. Micha, wie kommst du zu so schnell hin? Doch, da kommt trotzdem der Gugi da hinten, Micha. Ja, okay. Nur mal so eine Frage, Tamin und Prophet, fahrt ihr 1:1 die gleiche Linie? Ja, ich fahre immer wirklich. Weil jedes Mal, wenn ich nach hinten gucke, sehe ich, wie ihr beide gleich rausrutscht. Soll ich mal nach jedem Sprung. Liegt einfach dran, dass das gleiche Auto drunter steckt. Die Federung ist viel zu weich eingestellt bei dem Ding. Das Fahrzeug viel zu schwer, leider. Ich verliere gar nicht so viel, aber es dauert halt ewig, bis ich auf Touren komme mit dem. Ja, das Fahrzeug ist einfach zu schwer für die Federung. Die Federung müsste viel härter sein. Beziehungsweise die Dämpfer müssen viel härter eingestellt sein, dass sie mehr abdämpfen. Die sinken zu leicht ein. Warum ist der Leichenwagen voll? Kein Problem, weißt, hier muss eh jetzt noch ein VW Touareg und ein Audi Q8 hier, und ein Audi Q7 hier drin, dann hätten wir den kompletten VW-Konzern. Ray, ich mach dir ein Angebot. Du kriegst meine Dämpfer. Dann hast du auch zumindest ein bisschen mehr Gewicht. Also, ich gebe auch gerne meine weg. Du hast aber den Karoq vergessen. Den Kodiaq von Skoda. Ja, das ist ja kein auf Q7 basiertes Auto. Das ist doch, der Kodiaq ist doch der große. Gerne mal im Kopf. Ja, das ist ein Audi Q3 oder so. Nee. Mensch, Ray, du klingst ja so groß ist es auch wieder nicht. Ja, du bist auch langsamer als ich, aber ich komme halt nicht vorbei, weil du die Linie blockierst. Dann schieb ihn doch einfach weg. Und dann, da wo ich mal ein bisschen schneller könnte, da kommt dann dieser hässliche Sprung und der bremst mich mega weg. Nein. Tami, war das bei der Checkpoint? Ja. Ich weiß, Tami da verkackt. Warst du ein bisschen im Weg. Immerhin ich stand da etwas nicht im Weg, was hinter mir. Ja, gewonnen haben wir alle was. Oh, Micha, du hast da was verloren. An Erfahrung, meinst du? Ja, ich wollte es gerade sagen. das war klar, ne? Oh, Andi, ich weiß nicht, was da los ist. Irgendwas hat mich aufgehalten am Start. Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Andi, aber schaffst du das noch? Das ist aber gelogen. Nein, das ist aber gelogen. Ich habe dich nicht nur am Start aufgehalten. Ja, das stimmt allerdings. Ja, doch, ich komme. Ja, Leute, das soll's dann mal wieder gewesen sein mit einem Klassenduell. Die dicken Dinger sind erledigt. Ich denke mal, im nächsten Horizon-Teil macht der Vergleich dieser dicken Dinger nach vielleicht sogar ein bisschen mehr Sinn, weil wir da einfach eine größere Auswahl haben werden. Woher ich das weiß, ich gehe einfach davon aus, dass wir die ganzen SUVs von Motorsport 7 dann auch in Horizon 4 haben werden. Und da ist die Auswahl ja wirklich riesig. Nichtsdestotrotz, ich hoffe trotzdem, dass ihr viel Spaß und gute Unterhaltung hattet. Das Ergebnis, was jetzt in der Videobeschreibung verlinkt sein sollte, ist jetzt wahrscheinlich nicht ganz so aussagekräftig, weil einfach das fahrerische Niveau ein bisschen, glaube ich, auseinandergeklappt ist, beziehungsweise auch die Navigationssysteme mancher Fahrzeuge, wie zum Beispiel bei Macan, nicht so golden war. Ich glaube nämlich bei Macan, der ist irgendwie 10-mal gefühlt an der Route vorbeigeschraubt. Zehnmal, okay, habe ich richtig gesehen. Dreimal pro Rennen. Nee, auf jeden Fall, nichtsdestotrotz, am wichtigsten ist, dass die Unterhaltung gezählt hat und ich glaube, man hat trotzdem ganz gut gesehen, wo die Stärken, die Schwächen der einzelnen Fahrzeuge so ein bisschen liegen. So, nichtsdestotrotz, Cadillac Escalade, alles. Ja. Ey! Kann alles außer schnell. Auf. Gut, wir sind raus. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss. Goodbye. Ciao. Micha, bist du